Die DPG ist eine physikalische Fachgesellschaft, und zwar die größte physikalische Fachgesellschaft weltweit mit ca. 60.000 Mitgliedern. Und ganz besonders wichtig, ist ein gemeinnütziger Verein, der wirklich für die Werte der Physik steht, für die Wissenschaft da ist. Die DPG wurde 1845 in Berlin gegründet. Und sie wurde von sehr jungen Leuten gegründet. Ich glaube, 6 waren es an der Zahl. Aber schon im ersten Jahr waren es dann mehr als 50 Mitglieder. Und eine, wie ich finde, schöne Geschichte ist, dass es keineswegs eine lokale Berliner Angelegenheit war. Viele Physiker und Physikerinnen haben die Stellung der Physik in der Gesellschaft geprägt. Einstein, Hahn, Lise Meitner, Max Planck, Helmholtz war einer der DPG-Präsidenten. Eine Serie von illustren Namen, die die DPG geprägt haben, die aber auch die Physik in der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht haben. Was mir oft begegnet, wenn ich erzähle, dass ich Physik studiert habe, ist, Physik, das konnte ich noch nie, das war immer ganz schrecklich. Und ich glaube, wenn man es versucht, in den Schulen diesen Frust zu vermeiden, diese Enttäuschung, ich kann selber mit Physik nichts anfangen, ich war zu schlecht, ich konnte das nicht verstehen, wenn man das irgendwie in ein positives Erlebnis umwandeln könnte, dann wäre, glaube ich, die Grundhaltung vieler Leute zu Physik eine ganz andere. Vor rund 20 Jahren hat die DPG beschlossen, viel stärker Physik nach außen zu tragen. Physik im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straßen auch zu bringen. Das heißt, Menschen für Physik zu begeistern. Ein Beispiel ist natürlich, das sind die Highlights der Physik, die es ja schon seit dem Jahr 2000 gibt und die sich an die breite Öffentlichkeit wendet und auch schon Kinder ab dem Grundschul- und Kindergartenalter anspricht mit Aktivitäten. Die Menschen müssen Physik anfassen, begreifen und merken, dass Physik überall im Alltag vorkommt. Ich bin davon überzeugt, dass wir dringend etwas tun müssen im Bildungssektor. Der einzige Rohstoff, den wir in der Bundesrepublik haben, ist Wissen. So, und wenn wir solche Dinge einfach vernachlässigen, weil wir nicht die entsprechenden Maßnahmen rechtzeitig ergreifen, glaube ich, ist das für den Standort Deutschland gefährlich. Ja, Physiker sind ja dafür bekannt, dass sie in allen Branchen tätig sind und auch in vielen großen Unternehmen in leitenden Funktionen. Und insofern haben sie eine große gesellschaftliche Aufgabe. Und da sehe ich auch die DPG als eine Möglichkeit, die Physiker zu vernetzen. Viele Physikerinnen und Physiker lernen die DPG auf den DPG-Tagungen kennen, weil das einfach sehr große wissenschaftliche Tagungen sind, wo sie zum ersten Mal ihre eigenen Forschungsergebnisse präsentieren. Und da ist wirklich ein sehr persönlicher, sehr offener Austausch zwischen den Mitgliedern da. Physik ist zuerst einmal total faszinierend für den Physiker. Aber das Großartige ist, dass diese Erkenntnisse auch die Gesellschaft weiterbringen. Und daher ist es total wichtig, dass diese Verzahnung stattfindet zwischen der Wissenschaft und der breiten Gesellschaft. Und es ist nicht eine Einbahnstraße, sondern es ist eine Wechselwirkung. Deswegen haben wir das Motto gewählt: Physik in der und für die Gesellschaft, für das 175. Jubiläumsjahr der DPG. Ich würde es vielleicht in 3 Facetten brechen, nämlich dass die Physik selber und die Physiker, Physikerinnen organisiert sind in einer Gesellschaft, um miteinander sich auszutauschen. Der zweite Punkt ist die Physik, wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und der dritte Punkt ist die Physik für die Gesellschaft, also was ist der Mehrwert der Gesellschaft durch die Physik. In einem Land wie Deutschland, in einem Kontinent wie Europa, spielen die Wissenschaften eine überragende Rolle, weil sie immer in Form der Anwendungen automatisch ökonomische Interessen natürlich irgendwie berühren. Nehmen Sie das Beispiel Medizintechnik, Energietechnik, Umwelttechnologien allgemein. Alle diese Dinge beruhen auf physikalischen Erkenntnissen. Weitere Thematiken, die da wichtig sind, ist die Quantentechnologie zu nennen. Es ist künstliche Intelligenz zu nennen.
Und ich glaube, gerade in Zeiten, wo der Fortschritt sehr stark geprägt wird durch Wissenschaft, speziell auch durch Physik, ist es wichtig, dass man auch bei politischen Entscheidungen, bei gesellschaftlichen Entscheidungen die Stimme der Wissenschaft mithört. Die DPG versucht auch natürlich mit der Politik direkt ins Gespräch zu kommen. Ein Mittel, zu dem wir zum Beispiel greifen, sind parlamentarische Abende. Und die Parlamentarier sind dann eingeladen an einem Abend, um sich über ein bestimmtes Thema zu informieren. Wir dürfen uns nicht verstecken, nicht in Teleskopen, nicht hinterm Kosmos und nicht hinter irgendwelchen Laboratorien oder Teilchenbeschleunigern. Da müssen wir auf die Straße oder auf den Marktplatz, wie ich immer sage. Und wenn jemand was wissen will, sollten wir Rede und Antwort stellen. In der Physik sind wir eine weltweite Gemeinschaft. Das heißt, egal wo wir uns treffen, wir treffen uns alle. Wir grenzen niemanden aus. Wir stehen für Freiheit, wir stehen für Toleranz, wir stehen eben für Physik. Das ist das, was uns eint. Wissenschaft braucht Offenheit, braucht Wahrheit, Transparenz, Genauigkeit, aber eben auch eine freie Gesellschaft. Sonst kann sich keine gute Wissenschaft entfalten. Und die DPG steht für all das. Und das ist die Tradition, die wir, ich kann es glaube ich sagen, seit 175 Jahren so pflegen und auch weiter pflegen.